Ich sitze hier mit dem Timo Stoppacher und der hat lange Zeit in Bonn gelebt und in Bonn studiert. Und ja, du bist eingefleischter ESC-Fan und für dich zählt das zum ESC-Fahren schon lange zur Tradition jetzt quasi. Seit wie vielen Jahren fährst du hin und schaust dir das vor Ort an? Wir waren jetzt in den letzten 7 Jahren 5-mal vor Ort. Und was war das tollste Reiseziel, wo du gesagt hast, boah, das hat mich total geflasht? Oh, was das Wetter angeht, ist es eigentlich hier schon ganz nett, weil die letzten Jahre waren wir halt in skandinavischen Ländern. Da war es halt meistens dann doch etwas frischer und hier Sonne blendet, Frisur sitzt, läuft. Ja, nochmal ein bisschen zurück. Wie bist du überhaupt zum ESC gekommen? Ich habe das mit Freunden immer im Fernsehen geguckt, die Jahre. Und als es dann in Düsseldorf war, waren wir das erste Mal in der Halle. Das hat uns für die Atmosphäre gut gefallen. Da haben wir gesagt, okay, jetzt versuchen wir mal so eine Reise zu machen und mal hinzufahren, das Ganze mal vor Ort live anzugucken. Und jetzt bist du hier in Lissabon. Was steht so auf dem Plan? Was muss man sich als Fan dann hier vor Ort anschauen oder was habt ihr euch angeschaut? Oh, wir haben uns viel angeschaut, diese klassischen Sehenswürdigkeiten hier in Lissabon. Wir machen noch eine Bootsfahrt, wir waren irgendwo Fado hören, ganz natürlich ganz viel Essen hier. Also vor allem diese Pastel de Nata und alles, was mit Fisch zusammenhängt und sowas. Wir waren an der Christusstatue, ja, alles nett. Und als ESC-Programm, habt ihr was live vor Ort gesehen? Wie ist das hier vor Ort mit Public Viewing? Also Public Viewing haben wir jetzt noch nicht geguckt, weil das Village, was hier in der Innenstadt aufgebaut ist, sagt uns jetzt nicht so zu. Das habe ich auch in anderen Städten schon schöner erlebt. Aber wir waren zum ersten und zweiten Halbfinale in der Arena und heute Abend fürs Finale müssen wir uns das überlegen, weil wir keine Tickets haben. Ja, wie erklärst du deine ESC-Leidenschaft? Da gibt es bestimmt auch einige, die sagen, also so ein Quatsch. Ja, da gibt es viele. Zum einen, das habe ich heute noch wieder in irgendeinem, glaube auf Spiegel Online gelesen, Schlager Grand Prix. Wenn man sich die Beiträge anguckt, mit Schlager hat das nichts zu tun. Da sind Metal dabei, da sind viele Dance-Nummern dabei, da sind auch Balladen dabei, da ist alles. Die Faszination ist halt, dieses Event live zu sehen und zu sehen, okay, es gibt auf diesem Planeten nicht nur die Leute, die zu Hause mit einem vor dem Fernseher sitzen, sondern es gibt halt irgendwie zigtausend, die diese Faszination auch teilen, dafür halt teilweise um halben Erdball fliegen. Ja, was ist so dieses Mal deine persönlichen Highlights von den Künstlern, von dem Drumherum? Oh, von den Künstlern, also sind wieder schöne Performances dabei. Es ist diesmal, dadurch, dass sie diese LED-Leinwand nicht haben, ist viel mehr Wert auf die Bühnenshow als auf die einfachen Leinwandeffekte. Das macht es eigentlich ganz nett anzusehen. Und für die Zukunft, wirst du die nächsten Jahre auch fahren? Was wünschst du dir, wohin der ESC sich vielleicht auch entwickeln kann, soll? Was vielleicht auch die Deutschen vielleicht anders machen könnten, damit das die nächsten Jahre auch für uns mal ganz gut läuft? Vielleicht wird es ja auch dieses Jahr schon gut laufen. Also eigentlich wäre das ja doof für uns, wenn Deutschland gewinnt, weil wir fahren ja gerne irgendwo hin, also um uns die Stadt anzugucken. Das heißt, wenn jetzt Deutschland gewinnen würde, das Ganze wäre wieder in Hamburg und Düsseldorf. Ja, können wir doch zu Hause vom Fernseher gucken. Naja, es wären noch schöne Städte zu sehen, wo man noch nicht war. Also Skandinavien haben wir jetzt ja quasi durch. Wir waren jetzt noch nicht in Oslo, aber es soll ja auch alles noch irgendwo bezahlbar bleiben. Norwegen ist ja recht teuer. Also vielleicht irgendwas in Südosteuropa sich das mal angucken, wäre vielleicht mal ganz interessant. Vielleicht auch Zypern, das fand ich ganz nett. Ja. Insofern, wir sind gespannt, wer gewinnen wird und ja, ob wir uns nächstes Jahr dann vielleicht auf Zypern wiedersehen oder wo auch immer. Auf jeden Fall bleibt es spannend und wir verbleiben mit einem freundlichen Ahoi!